Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships mit dem Replay vom Half, der mir das Ganze eingesandt hat. Vielen Dank mit der Demoin. Und er ist hier natürlich Top Tier mit dem 10er Schiff. 8er, 9er, 10er Battle. Er hat auch noch einen Flugzeugträger bei sich. Jetzt geben wir hier mal ein bisschen Gas. Denn der Anfang ist bekanntermaßen langweilig. So, die ersten Schüsse sind schon raus. Da hat er aber nicht getroffen. Und jetzt scheint er erstmal hier hinter die Insel zu fahren. Sehr interessant, weil er natürlich hier jetzt... Ich wollte gerade sagen, im Cap steht, aber nee, der Cap ist noch erst dahinter. Das heißt, aktuell hat er hier gar keine Option. Also solange er hier hinter der Insel steht, lasse ich das auch erstmal so weiterlaufen. In eine etwas schnellere Geschwindigkeit. Was er natürlich jetzt hier clever macht, er hat sich jetzt so hinter der Insel positioniert, dass seine Flak da arbeiten kann. Und die gegnerischen Flugzeuge da unter Beschuss nimmt. Ansonsten Shimakaze jetzt vor ihm. Er ist zwar offen, aber da ist alles noch nicht so wirklich dramatisch. Die Flaks arbeiten, ja. So hat hier auch hier jetzt mal seine Flak-Mannschaft alarmiert praktisch. Und ja, wir sehen, also 17 Flugzeuge, 18 Flugzeuge, 19 Flugzeuge abgeschlossen. Abgeschlossen, abgeschossen natürlich. Das ist schon einiges. Also er hat sich hier so strategisch eine gute Position ausgesucht. Jetzt auch nochmal das Radar angemacht. Damit ist auch wieder die Shima offen. Also gar keine doofe Position, was er da hier macht. Natürlich ist er jetzt aktiv die ersten 4 Minuten nicht wirklich am Start in der Runde. Aber er hat mit 25 abgeschossenen Flugzeugen hier sein Team schon gut supportet. Und natürlich auch hier mit dem Radar gut gearbeitet. Ja, jetzt kann er da nicht wirklich draufballern. Da kommt er nicht drauf. Deswegen langsam aber sicher sollte er sich vielleicht da doch mal eine neue Position aussuchen. Auf jeden Fall aber auch mal schön zu sehen, wie taktisch dieses Spiel sein kann und wie er hier agiert. Er schreibt da, no one want to cap B, really? Also er will ja eigentlich sozusagen den B-Cap so ein bisschen unterstützen, aber aktuell traut sich da so keiner. Ja, und jetzt nimmt er sich da ein Herz und fährt auch mal weiter vor. Hat sich da jetzt langsam aber sicher freigefahren von dieser Insel. Und jetzt geht's gleich rund, denn jetzt hat er auch gleich Action sich gegenüberstehen. Und da sehen wir Friedrich der Große nicht weit weg. Ein paar Torps, aber die hören schon gut vorher auf. Die sind Gott sei Dank kein Problem, weil der eine hätte da wohl durchaus treffen können. Probiert jetzt hier mit AP. Macht auch ein bisschen Damage an Friedrich der Großen, aber vielleicht ist hier HE sinnvoller und darauf wechselt er jetzt auch. Macht zwar 3000 Damage, aber wie gesagt, mit der Demoin und gegen die Friedrich der Großen sollte er jetzt mit HE ein bisschen glücklicher werden. Auch schon direkt den Brand da angestiftet. Den zweiten auch noch. Da hat sich tatsächlich die Einrastfunktion hier kurzzeitig aktiviert wegen dieser Umschaltfunktion. Entschuldigung an dieser Stelle. Da haben wir leider der Unfähigkeit des YouTubers geschuldet. Entschuldigung, das bin ich. Den Kill verpasst. Ist aber scheißegal, denn der war sozusagen schon vorbereitet. Da hat er nicht so viel machen müssen. Ich gelobe Besserung, die Einrastfunktion nicht nochmal zu aktivieren. Ich sehe schon viele Daumen nach unten, aber ja, tut mir leid. Sorry, wie man so schön sagt.
Z23 soll da auch noch ein bisschen was abbekommen. Oh ja, da hat er nochmal schön getroffen. So, und jetzt kommt da die Zau rum. Da hat er schon AP vorgewählt und die kommt seitlich aber mal richtig schön. 10.000 Damage. Gleich nochmal die nächste Salve. Und nochmal 2.000 Damage mit 13.000 Schaden. Die Zau, die weiß gar nicht, was hier geschieht. Ja, und jetzt hat es der weggemacht. Jetzt nehmen wir ihm schon direkt die Missouri. Auch Torpedos jetzt hier auf dem Weg in seine Richtung. Gott sei Dank, die alle weit weg. Missouri hatte auch seitlich ein paar schöne Treffer schon halten. 8.000 Schaden, nochmal 12.000 und eine Zitadelle. Der hat hier einfach jetzt den Vorteil der Position, nochmal 13.000 Damage. Und ja, Missouri sehr schön seitlich nach wie vor. Jetzt 2.000, der ist deutlich geringer. Komm Junge, Maxi weg. Oh. Ist schon bei 100.000 Damage und jetzt hat er nochmal 2 Zitadellen, hat er selber einen dicken Hit abbekommen. Heilt sich jetzt hier auch gegen, dass er wieder ein paar seiner HP zurückbekommt. Ja, die Bismarck, die kommt jetzt hier natürlich auch langsam, aber sicher näher. Auch hier wieder ein paar Flugzeuge, die er aber sofort vom Himmel holt. Mittlerweile schon 61 Flugzeuge abgeschossen. Also, jo, das läuft. Sein Flugzeugträger, mit dem er ja auch hier im Zusammenverbund spielt, der weiß das natürlich auch. Deswegen holt er gezielt die Gegnerflugzeuge da immer in die Richtung. Und dann läuft es auch perfekt. Ja, guckt euch mal an. Die nächsten 14 Flugzeuge schon abgeschossen. 16 und weiter steigend. Wahnsinn. Wenn das so weitergeht, wird es auch noch dreistellig mit den gegnerischen Flugzeugen. Ist schon bei 82 jetzt mittlerweile. Ich korrigiere 84. Es ist einfach Wahnsinn. Und der gegnerische Flugzeugträger, der hört nicht auf, die Flugzeuge da in die Richtung zu schicken. Der checkt es nicht. 87 Flugzeuge hat er schon auf der Uhr. Großer Kurfürst, jetzt nicht weit weg. HE hat er gewählt, wird aber jetzt auf AP wechseln, weil auch hier seitlich sehr schön. Er selber wählt hier eine Route, dass er frontal auf ihn zufährt, dementsprechend hoffentlich viele Abpraller provoziert. Ja, der Schaden ist gerade noch eher homöopathisch, sag ich mal. Da kommt jetzt zeitlich auch noch ein paar Treffer rein. Ja, 5.000, das sind schon eher Höhen, die dann wiederum passen und richtig sind. Nochmal 5.450. Jetzt mach den mal weg. Ja, und jetzt zerstört und er hat sich hier den klaren Himmel geholt bei mittlerweile 90 Flugzeugabschüssen. Und jetzt gibt es auf Gegnerseite lediglich noch die Rhone und die Midway. Er steht mit 16.000 Hitpoints immer noch sehr gut da. Jetzt gehen noch ein paar Grüße raus Richtung Rhon. Und weiter hier die Flugzeuge wieder. Wieder 4 Flugzeuge abgeschossen bei 94 Kills. Vielleicht gibt es ja der ein oder andere, der nochmal mehr Flugzeuge abgeschossen hat in der Runde. Sagt mal eure so höchsten Flugzeugkills. Das würde mich mal interessieren.
die höchste Kills da, oder den höchsten Damage, das haben wir alles schon auch hier mehr gesehen und höher gesehen. Aber von den Flugzeugen, da sind wir jetzt endgültig bei den 100 angekommen. Also da wüsste ich nicht, wann ich das schon mal kommentiert hätte. So, jetzt hat er hier vor sich leider noch das Wrack. Das muss jetzt endlich mal untergehen. Und er schreibt auch 100 Airplanes. Easy. Ja, und jetzt sollte die Runde nicht mehr allzu lange dauern. Man hat auch gerade gesehen, wo die Flugzeuge hinfliegen vom Gegner. Der wird sich da irgendwo so auf Caesar 2 befinden, da in der Ecke. Und da ist er auch schon offen. Die Midway. Und langsam aber sicher geht dieses Replay auch Richtung Ende, auch wenn wir jetzt hier noch einiges an Schaden sehen werden. Denn die Midway, die frisst gleich nochmal ordentlich. Damit sag ich aber schon mal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich finde es nach wie vor super, dass auch die World of Warships Community die Videos nach wie vor so unterstützt und auch begeistert anschaut. Dafür ein dickes Lob und immer schön, wenn ihr auch einen Daumen nach oben gebt. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Aikaramba.